Hey Leute, hier sind wir und der Benni von Die Buddies Zocken und heute gucken wir uns eigentlich den ersten Season X Hack an, weil beim letzten Mal hatten wir einen, der kurz vor Season X gehackt hat und jetzt haben wir einen, der tatsächlich hier am Start ist, auch noch dazu in Arena. Und Leute, der Kollege zeigt uns dann mal, wie ein Spinbot funktioniert, ja? Das wird krass auf jeden Fall, ihr werdet es dann sehen. Benny hat auch noch keine Ahnung davon. Ich habe das Gameplay nur ganz kurz gesehen und da habe ich diesen Spin gesehen und habe mir gedacht, das müssen wir uns heute angucken. Noch dazu Arena. Mal gucken, wie viele Punkte er in dieser Runde rausholt. Er ist hier einfach bei den Zombies gelandet, weil er Bock hat. Ja, das, daran sieht man auf jeden Fall, was ist ein aktuelles Gameplay ist. Zombies in Retail Row, in Oldschool Retail Row. Und oh, ja. Ich bin jetzt gespannt. Da ist der erste Gegner. Noch nichts passiert, aber man sieht ihn da unten, Leute. Durchleuchten, im Boden ist unten. Es ist so ein rotes Viereck um ihn herum. Er schleicht sogar hin. Ja, okay. Ist AFK. Was man auch gesehen hat, im Vergleich zu den anderen Hacks, die wir immer am Start hatten, er hat Silent A, man, hast du es gesehen? Er hat auf dem Boden. Ja. Genau. Also, es funktioniert so, dass man eigentlich gar nicht mehr auf den Gegner drauf sein muss, sondern die Schüsse fliegen einfach Richtung Kopf. Oder man kann es auch einstellen wahrscheinlich, dass es sie Richtung Boden... Guck mal, wie er da geschossen hat, wie da seitlich die Schüsse weggeflogen sind. Hä? Digga. Warte. Er hat doch bei den Zombies wird es halt... Ah, alles klar, nicht so krass funktionieren. Mhm. Was also das? Ja. Mhm. Ich glaube, das ist der krasseste Hack, den wir jemals hatten, weil der wirklich alles zu 100% connected. Normalerweise mussten die selber immer noch so ducken auf First Shot Accuracy gehen und so, aber der hier, das juckt ihn gar nicht. Er soll mal nur nochmal mit der SMG reinballern, damit man das sieht vielleicht. Die Qualität ist übrigens nicht die beste, aber können wir leider nichts dafür, gibt keine bessere. Die ganzen Hacker haben einfach keine Ahnung davon, wie man gut YouTube-Videos macht. Ja. Noch dazu, so Leute, die streamen das Ganze meistens, also richtig, richtig Crap-Shit einfach. Und dann in so einer Arschqualität. So, ich glaube, ich habe da vorhin noch irgendwo jemanden rot durchblitzen sehen. Keine Ahnung. Es läuft. Also erstens mal, Leute, ich habe keine Ahnung, was das für ein seltsamer blauer Kreis ist. Das ist um den Bildschirm. Ihr seht es links oben, rechts unten und links unten. Das ist irgend so ein Kreis. Keine Ahnung, warum der da ist oder was der für einen Zweck hat. Siehst du den? Ja, ich habe es auch gerade entdeckt, ja. Keine Ahnung, warum der da ist. Aber ist Teil vom Hack anscheinend. Ich habe auch schon das Hacker-Menü gesehen. Und es sah eigentlich relativ ähnlich zu dem aus, was wir schon mal gesehen haben. Aber ich glaube, der Hack ist ein bisschen geupgradet worden. Und der ist jetzt noch krasser. Also ja, keine Ahnung. Wie immer übrigens, Leute, nicht nachmachen. Wir gucken uns das an, dass man sieht, ihr verderbt euch das Spiel damit, wenn ihr sowas macht. Und in 99,9% der Fälle ladet ihr sowieso nur irgendwelche Viren runter. Also lasst es einfach bleiben. Ist sowieso Dogshit, wenn man das macht gegenüber den anderen Spielern. Und ja, ist interessant. Alles klar, guck mal, wo der Gegner ist, Digga. Ja, guck mal! What? Fairness wird auf jeden Fall groß geschrieben bei dem Hack. Also, das ist wirklich der brutalste Hack, den ich jemals gesehen habe. Das ist so krank einfach. Was ist denn bei ihm los? Stell dir vor, der wäre ein Hinter gelandet, Mann. Ja. Digga, der schießt einmal in eine Richtung und killt alles einfach. Mit einer SMG noch dazu. Alles Header. Das wäre mit der Burst-SMG. Digga, das ist so krank, was der macht. Das wären 8er Hits auf diese Distanz gewesen. Er macht halt Only Header, 16er Hits und Instant Down. What the fuck? Aber er weiß, wie man baut. Guck mal. Weißt du was? Ich möchte wissen, ob da ein Baubot dann auch am Start ist. Wenn der Hack schon so gut ist, dann muss er sowas eigentlich ja auch haben, oder? Und ich wette, da hat auch einiges an Geld dafür hingeblättert, um den Hack zu bekommen. Und ist safe jetzt schon gebannt worden, weil Fortnite ist wirklich so schnell beim Bann, dass du überhaupt keine Chance. What? Alles klar, was war das? Aha. Keine Ahnung, was er gerade probiert, aber... Leute, das Fastfire, guck, da hat der gerade mich richtig schnell geschossen. Warte, wir gucken nochmal, wenn er mit der AK schießt. Aber es war doch schnell, oder? Weil AK hat richtig langsame Feuerraten und da ging es richtig ab. Das will ich jetzt dann noch, als ob er mit der Waffe auf einmal schneller schießen kann. AK auf Range mit Speed ist ja ultra krank. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, beim ersten Gegner, der Typ hat einfach alles an, den juckt das gar nicht. Das Problem ist halt, die Leute umgehen den Hardware-Bann
anscheinend bei Fortnite und können dann einfach wieder einen Gratis-Account machen und wieder reinhacken. Das ist halt immer so das Problem bei den ganzen Gratis-Spielen, dass es dann nicht wirklich so ein Limit gibt, dass die für immer ausgeschlossen sind. Ja, Mann. Leider. Aber trotzdem, wir haben es letztes Mal auch schon angesprochen, wir haben gefühlt wenig Hacker bis jetzt in den Runden entdeckt. Ja, das ist wahr. Also das würde man wissen, wenn unser Gegner so wegholt wie der. Also das checkst du, glaube ich, wenn du so hart gelasert wirst. Und da sehe ich jetzt einen solchen Gegner. Ist ganz schwer zu erkennen, weil die Qualität echt ein bisschen Dogshit ist. Aber da hinten ist einer und jetzt bin ich gespannt, mit welcher Waffe er auf den Gegner da schießt. Komm, ich hoffe mit der AK, die will ich ganz sehen. Schade. Er macht es mit dem Revolver. Guck mal, die schießt wie der schnell der geschossen hat. Der hat safe so ein Fast-Hack drinnen. Holy shit. Ich frag mich, ob es da so einen Trick gibt, dass man halt auch so normal richtig schnell schießen kann. Aber ich glaube, das gibt's nicht mehr. Damals gab es das mit der Double Pump. Das war das Einzige. Da jetzt geht das nur maximal mit einem Hack. Na Mann, so. Er schießt aber normal. Aua. Ja, in vier das Sekunden, 4x55 Schaden. Der guckt eine Millisekunde raus und ist tot. Ja. Ja. Er hebt sogar die bessere SMG auf, lädt er sie nach, weiß er, wo die Nachladentaste ist. Man weiß es nicht. Nee, er hat keine Ahnung davon, er hat nicht mal geguckt. Also, ich glaube, er ist tatsächlich, wenn man das Movement anguckt, kein krasser Spieler. Ja. Ja, und er ist auch nicht krass, weil guck mal, er hat jetzt einfach 4 Kills und so einen krassen Hack an. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr gesehen, also es wird noch richtig Minis heftig. Nimmt er gar nicht mit, läuft bei ihm? Braucht er nicht, hallo? Hier gibt's ja 50 Leben, wenn man einen Kill macht. Achso, stimmt, der Arena, ganz vergessen. Ja, 500 Punkte bei Arena ist er drin, ja. Ja, keine Ahnung, ob da schon gute Spieler am Start sind. Ich glaub, weißt nicht, oder? Du? Nee, absolut nicht. Es wäre halt geil gewesen, wenn man mal so einen Typen in der Champions-League-Runde sieht, weil da bauen ja alle und durch Gebäude kann er trotzdem nicht durchschießen. Und wenn ich schnell editieren, einen Shotgun-Schuss rausballern, das wäre schon interessant gewesen. Ja, Mann. Oder was? Schafft ich glaub, oder nicht? Aber der wird halt gebannt, bevor er überhaupt da hochkommt in die Liga. Ja. Ist meine Theorie. Ich glaub da auch. Ist ein Gegner wieder. Im Haus jetzt oder was? Ja. Ja, ja. Oder hinter? Im Haus. Ja. Im Haus, oder? Ja, im Haus. Im Eck sitzt der. Lul. Jetzt bin ich geht er durchs Fenster rein? Mit Shotgun. Okay. Hä? Wie er spielt, Mann. Es ist so geil. Hä? Ah! Er ist so richtig Dogshit. Er schießt kein zweites Mal mit der Shotgun. Noch dazu hat er es verpeilt, dass er die nachlädt. Oh nee, Roboter ging. Oh, das ist geil. Ja, moin. Oh nein, das war's komplett. Der schießt dann einfach raus. Ich habe mir gedacht, das muss er vielleicht wirklich aimen und den Roboter als erstes kaputt machen, weil das nicht funktioniert. Aber nee. Er aimt ihn einfach weg. Oder mit seinem Silent Aim hat. Ja, also. So. Ja, 6 Kills, 15 sind noch am Start. Ich bin gespannt, mit wie vielen Kills und mit wie vielen Punkten er dann vor allem rausgeht. Er macht schon wieder. Ja, rechts ist irgendwo Gegner, weil der Schuss fliegt in die Richtung, schätze ich mal. Ich sehe auch nichts. Macht Sinn, jetzt weiß ich auch, warum er die ganze Zeit in der Luft schießt, dass er weiß, wo die Gegner sind. Weil er es wahrscheinlich selbst nicht genauer sieht. Ja, Metzfarm ist ganz wichtig. Ja, er hat wichtig. Schon, ja, 1500 Metz am Start. Mit Scar ist das natürlich auch krass, wenn er da reinballert. Ey, das Maximum, was. Da ist ein Gegner, okay. Oder, nee, ist das Stoppschild, schade. Aber ganz ehrlich, der Typ ist halt wirklich Dogshit. Also, wenn. Oh, okay. Oh, alles klar. Bei der Quali sieht man halt nicht mal, wo da ein Gegner war. Jetzt macht er Jumpshots oder was auf ganz cool. Hat er irgendwo im Internet mal gesehen? Ja. Ja. Jetzt macht er gleich noch einen Default-Dance rein und dann passt schon. Ja. Nimm Läuft doch wenig, du brauchst doch nichts mehr, nimm doch wenigstens Ziel mit, tu uns das nicht an, Mann. Ja, mach das mit 5 Waffen. Natürlich, die, was ich feiere an seinem Loadout, die graue Burst-SMG, Leute, kann man sich gönnen? In der, im Arena-Modus braucht man. Oh, jetzt wird's interessant, wenn der piekt, ein Schuss und er ist tot. Bam. Ja, alles klar. Läuft ihm, Digga. Der Gegner wird auch zugucken und sich nur denken so, und Default Dance, so ein Bastard, Mann. Holy shit. Mann. Ich glaube, der Kollege, der da hackt, der ist schon richtig frustriert mit dem Spiel, weil er auch noch richtig reintanzt. Okay. Im Jump, im Vorwärtslaufen. Also wenn ich ehrlich bin, so einen krassen hat mir wirklich noch nie der einfach. Nee. Also jeden vom Schuss rausgehört hat. Ist das krasseste, was wir jemals gesehen haben. Ja. Und er hat auch noch zusätzlich neben diesen blauen Rändern
hat er auch noch so ein eigenes Fadenkreuz, das am Helm ist. Weißt du, was mich wundert? Dass es da gar keine Überprüfung gibt von Epic Games Servern, dass der Schuss nicht mal First Shot Accuracy ist, aber trotzdem dort lang geht. Das ist so. Noch dazu, das könnte man so easy direkt rausfixen, weil ich würde was reinmachen, wenn er spielt, wenn er das 10-mal in Folge macht, ist das so unwahrscheinlich, dass es nicht passieren würde, Legend, dass du den bannen kannst. Also, ja. Digga, das ist halt einfach heftig. Aber ich meine, die haben schon ihre Systeme. Da wird wahrscheinlich meistens vielleicht sogar noch wer drüber gucken und sagen, ja gut, das passt. Ich glaube, mittlerweile haben die vielleicht sogar Machine Learning am Start, wo sie gucken, wie sich ein Spieler verhält und dann sagen, ja, okay, der hackt und dann lernt das Teil weiter und ja, so bannen die Leute weg. Hoffe ich zumindest. Das wäre eigentlich eine richtig geile Idee. Das könnten die machen. Und auch wenn im Jump dreimal mit Scar ein Headshot reingeht, ist eigentlich auch direkt weg. Digga, guck dir das an. Das ist zu heftig. Willst du jetzt den Loot noch holen? Da ist noch einer. Achso, ja dann. Komm, hol dir den Kollegen. Nee, da ist, da noch einer. Okay. Was? Heilige Scheiße, Leute. Also könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr schon mal einen krasseren Hacker gesehen habt. Aber ich glaube, mit dem kann keiner mithalten. Mhm. Da lohnt sich auch die Dogshit-Qualität vom Gameplay. Aber die Headshots, die sind einfach heute Next Level. Also. Wer immer tanzt, auch auf Abfuck. Mit Gaming-Stuhl, mit Gaming-Headset. Ah, da stelle jetzt noch mal was ein. Alles klar, bei dir geht die Musik an. Ah, ja, Spinbot hat er gerade eingestellt. Jetzt kommt es, guck. Er geht einfach von der Kamera weg. Es juckt ihn einfach nicht. Hä? What the fuck? Alles klar. Sag ich, was kann der alles einstellen bei seinem Held? Guck ihn dir an. Was ist das, Mann? Er hat einfach einen Schlaganfall. Ja, ist ja leicht. So, guck mal oben die Dings an. Ja, die Anzeige. Ist richtig broke. Hey, wie kann man das Game so broke machen? Ich will Kills damit sehen. Da hinten sind auf jeden Fall Gegner, die sehe ich. Digga, ich sag's, das ist ein Fortnite-Developer und der prankt einfach rein. Wahrscheinlich. Sitzt da drin und denkt, also ob du das Game so zerstören kannst mit einem normalen. Mit dem Spiel, was du auch spielst, Mann. Wie macht er das? Hey, lass mal gucken, was er jetzt mit dem Spinbot noch... Ja, komm. Geht er down? Was schießt da hinten am Turm, wie der Gegner da Shots kassiert? Aber es ist so broke. Es ist richtig broke. Digga, was macht der Kollege eigentlich? Das ist so der richtige Disrespect. Weißt du, er trifft nicht mehr, aber Hauptsache, er macht's einfach. Das ist halt echt so. Ich würde halt lachen, wenn er irgendwie so ein Heavy Snipe Shot abbekommt. Komm, mach, kill ihn! Jetzt! Nein! Oh! Holy shit. Du denkst dann irgendwie, du bist im Zuseher-Modus, aber er zockt halt so, Leute. Ja. Alles krass. Alles klar. Spätestens, ja, der was zugeguckt hat, ist direkt gequittet. Was los bei ihm? Na, der hätte ihm zugucken müssen. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, ich wurde legit geholt. Ja, moin. Spinbot. Warte, Spinbot. Oh. Auf eine andere Taste. Ja, er macht, oder? Nee, er bleibt. Auf Caps Lock hat er seinen Spinbot. Aber man kann sich auch einfach mal in Arena so hinsetzen und nichts machen. Oder einstellen. Der gönnt sich schon wieder. Oh, ja. Das Problem ist, bei seinem Spinbot, da ist immer was im Weg. Ist so. So, wie jetzt da hinten. Bei der Scheune. Jetzt wird's spannend. Er baut wieder. Aber das ist manuelles Bauen, glaube ich. Komm, mach Spinbot rein. Ja! Ja! Er springt einfach rein. Wie weit die Kamera weg war von ihm? Was geht ab? Mhm. Komm, mach noch einen Spinbot-Move. Er kommt sogar durch. Oh, okay. Ist dann, oh, er hat tot. Sich gedacht, er tryhardet und deswegen man nicht... Ja, goal. Pff, blaue Burst, let's go. Jetzt bitte zerstör ab. Mit dem. Hey, guck mal an! Leute, ist das Spinbot mit Emote? Alles klar. Er tanzt einfach im Wind. Ich fand das einfach so witzig, dass der Kollege einfach von der Kamera wegrennt. Er hat keinen Bock mehr auf das Game. Da hätten guck mal, wie nächste. Weit die weg sind. Das sind die letzten zwei, die da fighten. Komm, Jumphead hast du bestimmt schon bekommen. Flieg hin. Aber ey, für das, dass die so wenig Punkte haben, bauen die sogar alle relativ viel. Ja, schon, ja. Ich weiß noch, wie wir so wenig Punkte hatten. Da waren nur Bots unterwegs. Ja. Ja, was willst du machen? Mach wenigstens einen coolen letzten Kill. Nicht einfach... Spinbot-Kill? Der trifft halt nicht. Der Spinbot ist halt echt Dogshit. Der ist richtig Dogshit, aber er ist lustig.
Digga, könnte halt auch leicht gesniped werden, was er da macht. Oh, der zerstört einfach den Gegner. 17 Kills! Also vielleicht das, was er am Anfang wenig am Start hatte, hat er dann noch gut rasiert. Ja. Ja, wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Spinbot mal am Start gewesen, war eigentlich relativ witzig. Ich sehe gerade das Menü, er ist Level 1. What? Jetzt spielt er wieder Duos? Hä? What the fuck, das ist ja richtig broke. Er heißt wieder anders jetzt, oder? Hieß der nicht anders? Das könnte sein, vielleicht hat er so ein... Keine Ahnung. Leute, wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Und ja, wir sehen uns wie immer morgen beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao.